Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Hirschhausen zu Haus. Und wie geht's? Alle locker gemacht? Während draußen alle reden von Lockerungen, frage ich mich, wie locker sitzen die Schrauben? Erst Lockdown, dann lockten die Freiheiten und man hat das Gefühl, bei einigen sind die Schrauben schon etwas zu locker. Ich selber kann auch nicht mehr so lange gut sitzen und rumzoomen in der Welt, deswegen war ich für euch unterwegs. Schaut mal, da stehe ich auf dem Dach vom UKB. UKB steht für das Universitätsklinikum in Bonn und der ärztliche Direktor erzählte mir, wie so ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit 4.500 Mitarbeitern auf die Corona-Krise jeden Tag neue Antworten finden muss. Und dann durfte ich eine Woche lang hinter die Kulissen. Ich durfte überall hin, auf die Intensivstation, auf die Notaufnahme, sogar zu den Sitzungen vom Krisenstab war ich zugelassen. Die ganze Dokumentation könnt ihr am Dienstag sehen im WDR Fernsehen um 20.30 Uhr, also am 12.05. Und anschließend diskutiere ich auch noch bei Quarks Extra über die Themen. Aber wenn ihr neugierig seid, hier ist schon mal ein kleiner Ausschnitt vorab. Es gibt die eine Welt der Virologen, der Epidemiologen, der politischen Institutionen wie dem Robert-Koch-Institut. Und dann gibt es eine andere Welt von WhatsApp-Nachrichten, von YouTube-Leuten, die Millionen Klicks haben, mit genau dem Gegenteil. Und ich dachte, sprich mit Menschen, die es besser wissen, weil sie direkt dran sind. Von oben betrachtet ist das ja wie eine Stadt. Und da mal wirklich durch die verschiedensten Abteilungen zu gehen und zu verstehen, wie funktioniert das miteinander? Wo greift denn so ein Virus ein Krankenhaus an? Was sind die verletzlichen Bereiche? Und was sind die menschlichen Geschichten dahinter? Das wollte ich schon wissen. Es gab ja zu Beginn von Corona plötzlich ein neues Wort für den Wert der Pflege. Plötzlich wart ihr systemrelevant. Mhm. Wie kam das denn bei euch an? Naja, wir sind immer systemrelevant. Wir sind immer wichtig. Alles, was wir zeigen, tun wir auch in dem Bewusstsein, dass das hoffentlich beiträgt, die Ambivalenz, die Komplexität, die Widersprüchlichkeit, die es immer gibt mit jeder politischen, medizinischen, gesellschaftlichen Neuerung, die zu begleiten auf eine Art, die hoffentlich beiträgt zu einer aufgeklärten Diskussion. Ja, endlich mal Luft holen. Für mich ist das neu. Eine solche Situation habe ich in meinem Berufsleben wirklich noch nicht erlebt. Ja. Mein Lieblingssatz aus der ganzen Doku, wo die Pflegefachkraft Carina so ehrlich sagt, systemrelevant, wir sind immer wichtig. Und das geht mir nach, weil zu Beginn der Krise haben wir auf den Balkon geklatscht, alle redeten darüber, was für Helden es im Gesundheitswesen gibt und was bestimmt im Moment die Diskussion, welche Industrie am schnellsten hier schreit, wenn es um Milliarden auf Kredite geht. Und ob das die Autoindustrie ist oder die Fluggesellschaften oder andere Wirtschaftszweige, alle wollen schnell zurück. Dabei wollen wir doch nach vorne. Dabei müssen wir doch jetzt, wenn wir schon die nächste Generation mehr verschulden, dafür sorgen, dass, wenn wir investieren, dann auch nachhaltig investieren. Ach, könnte mich aufregen. Aber ich spreche lieber über das Gesundheitswesen. Und nach der Dokumentation gibt es dann im Studio bei Quarks Extra noch Gespräche vertiefend mit Pflegefachkraft, mit Katrin Krieft, einer Ärztin, die sich da bestens auskennt und selber Mutter eines chronisch kranken Kindes ist. Und auch mit Professor Tobias Esch. Wenn ihr denkt, Mensch, von dem habe ich doch schon mal was gehört. Richtig. Tobias Esch ist ein Experte für positive Psychologie, für Resilienzforschung und mit ihm zusammen habe ich das Buch Die bessere Hälfte geschrieben, worauf wir uns mitten im Leben freuen können. Es soll darum gehen, wie stressig
die zusätzlichen Belastungen durch Corona für die Krankenpflege sind und was jetzt politisch passieren müsste und auch was uns psychologisch stark macht. Also Thema Resilienz auf gut Deutsch. Wie wird man in dem ganzen Schlamassel nicht völlig bekloppt? Das dann am Dienstag um 21.15 Uhr im WDR-Fernsehen. Und wer keine Zeit zum Lesen von Bessere Hälfte Buch hat, bei Dreisat haben wir eine Lesung gemacht und die ist unten verlinkt. Das war noch Zeit mit echtem Publikum. Hautnah. Wann kommt das wieder? In der aktuellen Krise sind ja wie immer alte weiße Männer schuld und auch sie bestimmen die Diskussion. Aber es gibt auch andere, es gibt auch alte weise Männer und einen davon durfte ich treffen, Jared Diamond. Er ist einer der klügsten Menschen, die ich jemals interviewen durfte und unser Gespräch zu Beginn der Corona-Pandemie geführt, ist mega aktuell, denn es geht darum, wie Gesellschaften aus Krisen lernen können. Wenn plötzlich auf ein Jahr bis zum nächsten Jahr die Temperatur um 10 Grad steigen würde, würde es kein Zweifel darüber geben. Aber Tatsache ist, dass die Temperatur sehr langsam steigt, mit dem Ergebnis, dass 30 Jahre her fingen einige Wissenschaftler daran zu erkennen, dass die Temperatur steigt, aber es steigt so langsam, dass erst vor 5 Jahren hat die Mehrheit der Bürger in den Vereinigten Staaten zugegeben, dass die Temperatur steigt. Aber heutzutage die Mehrheit im Kongress, besonders unter den Republikanern, hat es nicht zugegeben. Das ganze Gespräch mit Jared Diamond ist übrigens im neuen Heft Hirschhausen gesund leben, passenderweise mit der großen Frage, wie machen wir weiter, was ist Gutes an der Krise entstanden. Und da ist einerseits das Gespräch mit Jared Diamond drin, mit tollen Fotos da unter den Dinosaurier-Skeletten haben wir gesprochen und gelacht. Der Mann hat wirklich auch einen super Humor. Weitere Themen in dem Heft sind, warum uns Natur gerade so gut tut. Es geht um kraftvolles, gesundes Haar. Ich muss auch noch mal einen Friseurtermin kriegen. Und es geht auch um Resilienz. Also viele, viele coole und aktuelle, wichtige Themen im Heft. Und wer nicht einen Kiosk in seiner Nähe hat, kleiner Tipp, abonnieren sorgt dafür, dass ich alle 2 Monate einen Hausbesuch mache mit Hirschhausen gesund leben. 2 Dinge helfen in jeder Krise. Anerkennen, dass man eine hat und weiteratmen. Und Jared Diamond hat zwar relativ klare diagnostische Fähigkeiten, was die nächste Krise angeht, aber er ist auch ein großer Vogelliebhaber. Und darüber berichtet er auch in dem Interview. Er beginnt nämlich jeden Tag mit einem Birdwalk. Der läuft erstmal durch die Gegend und hört, welche Vögel es gibt und welche er erkennt. Und er schreibt, ich habe mit 7 Jahren mich in die Vögel verliebt. Sie nehmen die Welt ähnlich wahr wie wir Menschen, durch Sehen und Hören. Die meisten Säugetiere orientieren sich dagegen am Geruch. Und Vögel können fliegen. Die Problemlösungsstrategie des Vogels ist, sich in die Luft zu erheben. Er fliegt davon. Das können wir nicht. Ach, kluger Mann. Wenn ich ein Vöglein wäre. Bin ich aber nicht und deswegen gibt's ja auch Hirschhausen zu Hause. Bis zum nächsten Mal.